Hey, ich habe morgen auf dem Markt gekauft. Okay, Nazi-Hintergrund. Ich habe es ja erstmal gar nicht gecheckt, weil ich einen kurzen Ausschnitt aus dem ursprünglichen Gespräch gesehen hatte von Moshtari und Sintujan und das total schön und nice und eloquent fand und dann erstmal kapieren musste, dass diese Art von Güllekübel, der denen dann auf die Füße gecrashed ist, tatsächlich eine Reaktion darauf war. Andererseits natürlich auch naiv, da überrascht zu sein, denn so funktioniert es ja oft in der gegenwärtigen Debatte, dass linke Identitätspolitik ein Problem anspricht und dann rechte Identitätspolitik sagt, das ist meins, ich mach dich kalt. Dieses das ist meins scheint mir genau die entscheidende Scharnierfunktion zu bilden, um von einer sanften, kritischen, demokratischen Geste in das Register einer Attacke gegen die jedes Mittel gerechtfertigt ist, angeblich zu wechseln. Und in den Reaktionen auf das Video gab es, glaube ich, zwei solche Füllungen von diesem Das ist meins mit ideologischen Ansprüchen oder Eigentumsphantasmen, die witzigerweise selbst immer darauf angewiesen waren, einen Nazi-Hintergrund als Folie zu benutzen. Einmal die volle rassistische Herrschaftsgeste als Verfügungsanspruch einerseits über das Land als völkischen Raum, andererseits über die rassifizierten anderen, deren Recht auf Mobilität und Existenz. Und diejenigen, die das Sintijan und Moshtari absprechen wollten, brauchten einerseits den Nazi im Hintergrund als Phantasma, dass diese Art von Politik möglich ist, andererseits aber auch, um sich dann wieder abzugrenzen, plausible deniability, jetzt regiert er ja angeblich nicht. Aber auch die gemäßigte Feuilleton-Düpiertheit kreiert sowas wie ein unantastbares Objekt, indem sie sagt, Finger weg von dieser Debatte. Das ist auch hier eine Art von Rassifizierung, wo die SprecherInnen in den Status von Diebinnen gerückt werden. Als bräuchte man seinen eigenen Nazi, möglichst aus Pappmaché, im Hintergrund, den man privat Nazi nennen kann, um dann selbst keiner zu sein, der aber niemandem was angeht, nicht mal die gegenwärtig von rechter Gewalt mit betroffen sind. So viel also vielleicht erstmal zum Nazi-Hintergrund, der Abwehr des Nazi-Hintergrundsbegriffs. Jetzt zur Anwendung des Nazi-Hintergrundsbegriffs. Ich musste natürlich erstmal sofort an meine Familie denken. Surprise war ja auch der Sinn der Sache. In meiner Familie wird über den Eintritt meines Großvaters in die Waffen-SS so geredet, dass es heißt, er wollte eben unbedingt mit dem Pferd in den Krieg und die einzigen Kavallerieeinheiten, die es noch gab, waren in der SS. Und dann steht da plötzlich der Gaul und du siehst irgendwie nicht mehr Himmler und nicht mehr den Großvater in Uniform, geschweige denn Opfer. Der Begriff des Nazi-Hintergrunds, der hilft vielleicht, um einerseits zu sagen, da passiert eben die Täterschaft in dem, was hier im Hintergrund verschwindet. Zweitens, die solches herstellen von etwas als Hintergrund ist Teil dessen, wie Faschismus funktioniert. Also dass im Vordergrund ein bestimmter Anspruch, dessen materielle Grundlagen längst verflossen waren, von Standesherrlichkeit sentimentalisiert wird und dass es unvorstellbarer ist, den aufzugeben, als sich nicht am größten Menschheitsverbrechen zu beteiligen. Dass womöglich sogar noch die Teilnahme antisemitisch motiviert ist mit einer Erzählung, die die Opfer wiederum zu Tätern oder Dieben an diesem eigenen Status werden lässt. Ich glaube, dass der Begriff des Nazi-Hintergrunds an seine Grenzen stößt, wenn er immer auf das individuelle Erbe bezogen bleibt. Dann entsteht ein Stück weit der Eindruck, als könne man gewissermaßen das Nazi-Kapital aussortieren und das restliche Kapital sei okay. Und insofern würde ich die Frage gern ausweiten dazu, welche Gesellschaftsform den Hintergrund bildet, vor dem sich Faschismus reproduzieren kann und sozusagen Kapital
als Nazi-Hintergrund mit in den Vordergrund rücken.